Meinst du? Ich sehe noch ein Problem. Mit der Allmacht, dass er eigentlich schon widerlegt ist, dadurch, dass er uns den freien Willen gegeben hat, laut Bibel. Ja. Aber da sehe ich das so. Könnte auch sein, dass er das einfach sozusagen nicht einsetzt. Ja, das könnte sein. Oder dass tatsächlich das Kreieren von Wesen mit freien Willen die höchste Stufe der Macht ist. Aber verliert er nicht dann gleichzeitig ein Stück? Je mehr er davon kreiert? Oder je mächtiger er kreiert? Vielleicht nicht, weil er durch die Macht noch eine Art Kontrollmacht hat, ja. Sehen, Sinnflut. Hat jetzt fast gut geregelt. Ich habe Zaubertempoerhöhung. Das heißt, also seine Macht ist so groß, beziehungsweise die Allmacht ist dann ja so groß, dass egal was er schafft, er es auch wieder vernichten kann. Das heißt, nichts und niemand kann sich gegen ihn auflehnen. Ja, das könnte sein. Sozusagen, dass Allmacht als unendlich definiert ist. Ne? Selbst wenn du das so oft du willst, teilst oder so, ja, es bleibt unendlich groß. Ja. Wollen wir zum 1000 Hallen? Hier ist ja immer noch ein Quest. Es ist ja nicht zu verwenden. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Oh. Ich glaube, die Allmacht gibt man erst auf, wenn man etwas schafft, das einem selbst zerstören könnte. Oder was ein Zwei-Mächte-Patt hervorruft. Eben, das ist ja eben das Problem bei diesem Stein, ne? Ja. Wenn er diesen Stein schaffen kann, dann verliert er die Macht, diesen Stein zu heben, weil er ihn so definiert hat, sozusagen, dass er nicht heben kann. Andererseits, wenn er es nicht kann, ist er nicht allmächtig. Mhm. Also entweder impliziert Allmacht, sie auch aufgeben zu können, oder sie impliziert eben, dass sie nicht verschwindbar ist. Ich glaube, selbst wenn Allmacht impliziert, dass man sie aufgeben kann, bleibt ja der Status von Allmacht nicht. Die Frage ist, ob man die Allmacht wieder zurückgewinnen kann. Ja, es könnte auch so sein, also wenn er diesen Stein schaffen kann, dann könnte man auch sagen, dass er einen Stein, den er nicht heben kann und nicht mehr zurücknehmen kann, schaffen kann. Und dass das schon super krass ist, ja. Das stimmt. Wollen wir hier diese Brücke nehmen? Oh ja, ist sie neu? Cool, da sind wir hergekommen. Also, lass mich die Frage nochmal stellen. Ist sie neu im Kataklysmus? Sie ist neu im Kataklysmus. Okay. Das ist schwierig, hier gibt es Allmacht einfach gar nicht. Rein definitionsgemäß nicht. Oder es bewegt sich in Dimensionen, die wir noch nicht kennen. Ja, möglich. Was ziemlich schade ist, weil man diese Frage dann erstmal nicht klären kann. Kann Gott sich selbst töten? Die Frage ist, wenn er es kann, warum kann er sich auch selbst wieder ins Leben rufen? Warum hat er das nicht gemacht? Holy shit! Was? Wer ist das? Warum? Vielleicht reitest du vor? Oh, er dreht sich um. Wie heißt der eigentlich bei dir? Der Faulende. Oh. Bei dir? The Rod. Ja, das ist schon gut übersetzt. Wobei, The Rod. Ich wäre nicht drauf gekommen, ehrlich gesagt. Ja, der Verfaulte ist, oder? Aber das wäre wohl Rotten. Naja, was weiß ich. Wir sind nur Menschen. Wir widmen uns den schwierigen Fragen. Zum Beispiel. Naja, um nochmal kurz mit dem Wissen zurückzukommen. Vielleicht impliziert dann Allwissen auch, dass man einfach allgütig ist. Weil das so, es war eigentlich nie gedacht, Gott drei Fähigkeiten zuzusprechen. Eigentlich nur eine, aus der alles resultiert.
also die Allmacht. Und daraus resultiert Allwissenheit? Nee, das Allwissen war zuerst so. Aber wie kommst du darauf, dass ausgerechnet Allwissenheit, das so eine schwache Macht zu gewinnen? Pass auf. Nehmen wir zum Beispiel Archimedes. Ja? Mhm. Der durch sein Wissen allein ein fucking Schiff bewegt. Gut, das schafft der Wind auch und er weiß gar nichts. Aber er weiß, dass er existiert. Der Wind? Das wissen nicht mal Tiere, aber der Wind. Nee, guck mal, das ist so. Du musst dich immer fragen, wie entsteht der Wind? Aber wie willst du denn aus Allwissenheit die Allmacht raus definieren? Um es mal plump zu sagen, du weißt einfach, wie du es machen musst. Ja, aber du kannst es vielleicht nicht machen. Ja, du. Dann denkst du darüber nach, wie du es doch machen kannst. Aber es kann auch Allwissenheit sein, dass das Ergebnis ist, dass es eben nicht geht. Zum Beispiel mit Perpetuum mobile. Ein allwissendes Wesen weiß, das geht nicht. Aber ein Allmächtiger kann es doch herstellen. Ist dir da sicher? Ja, weil sonst wäre er nicht allmächtig gewesen. Vielleicht, guck mal. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Ding immer anfangen soll. Ja. Kühl mich hier runter. Oh nein. Wenn wir uns nämlich dem Thema Allmacht wieder widmen können, ist vielleicht doch auch impliziert, dass es Grenzen gibt. Nämlich, weil die Grenzen des Universums werden nicht von einem Wesen geschaffen, was man übertrumpfen könnte oder so. Also die sind einfach da und da hat sich jedes fucking Teilchen im Universum dran zu richten. Das ist die Frage. Und genau, und dann hätte ich wieder recht. Das ist die Frage. Ist Gott dem eigenen, also ist jetzt erstmal die Frage, hat das Universum Gott geschaffen oder Gott das Universum? Und zweitens, ist er den eigenen Gesetzen, wenn er es geschaffen hat, ist er diesen Gesetzen unterworfen? Oder kann er sie auch ändern nach Belieben? Oder sind die sozusagen, naja, man würde jetzt Gott gegeben oder Natur gegeben? Ja. Ja, unter diesem Aspekt, dass er das Universum geschaffen hat, haben wir wahrscheinlich diesen absoluten, diese absolute Eimer. Aber ich sag dir, Kogel, in der Bibel steht, dass er das Universum nicht geschaffen hat. Nein, das steht ja nicht. Aber es steht auch nicht, dass er es geschaffen hat. Und Gott hat das Universum nicht geschaffen. Ja, das stimmt. Das ist auch wieder eine Interpretationsfrage. Manche lesen da rein, als er Tag und Nacht schuf, dass das genau das Universum sein soll. Er hat ja dann auch die Sterne geschaffen. Und wenn die Sterne nun vorhin nicht da waren... Das ist eine Übersetzungsfehler. Er hat die Sterne nicht geschaffen, er hat die Erde nur so gestaltet, dass man die Sterne sehen kann. Genau, und mit dem Tag-Nacht-Ding, damit ist nur impliziert, dass er gemacht hat, dass die Erde sich dreht. So. Ja, ich sag ja, manche lesen das da rein. Ich wollte das nur mal so klarifizieren. Nicht das klarifizieren. Weil der Trick ist ja auch, der ist ja auch von einem, wie war das, Engelsstaat oder so die Rede? Ja. Und dass es neben Gott noch andere gibt, ja. Ja. Und das hilft uns insofern, dass Gott das Universum vielleicht nicht geschaffen hat. So will ich die Stelle in unserem Zwist hier interpretieren. Wow. könnte sein, aber jetzt komme ich. Wir wissen ja nicht, ob er der Erste oder der Einzige ist. Wir folgen einem Befund daraus. Weil es könnte sein, wenn er allmächtig ist, wenn wir jetzt mal sagen, dann ist alles möglich. Wenn das einmal... Hier geht's auch nicht lang. Wie kommen wir denn dahin? Sag ich dir. Hätten wir durch die Düstermarsche gemusst? Nee, guck mal, wir können einfach... Folg mir. Wir müssen runter. Und zwar, dann könnte er ein Wesen schaffen, was auch allmächtig ist. Mhm.
wenn das geht, sage ich mal so, ja. Das würde zwar auch wieder zu philosophischen Problematiken führen, weil das Wesen könnte ihn vernichten, also ist ja nicht einmächtig und so, aber das lassen vielleicht wir mal nicht außen vor. Ich möchte kurz einwerfen, dass wenn zwei Wesen allmächtig sind und gegeneinander kämpfen, dass wahrscheinlich niemand vernichtet werden kann. Ich glaube auch, das stimmt. Nee, warte mal, doch. Also kommt auch auf die Vernichtungsdefinition an. Aber das könnte gut sein, dass Allmacht in sich selbst so eine Grenze hat, ja, dass sie nicht aufgegeben werden kann. Auch wenn es jetzt quasi so klingt, dass wir gerade eine Grenze für Unendlichkeit geschaffen haben. Ja. Aber das soll bitte nicht missinterpretiert werden. Jedenfalls, meine Idee, wenn Gott das kann, dann könnte es auch sein, dass er selbst das Produkt eines anderen ist. Ja. Oh. Warum waren wir nicht in der Gruppe? Weiß ich nicht. So. Hier waren wir schon richtig. Das heißt, wenn Gott da nur rumgedreht hat und so, wie du sagst, da müssen wir runter? Das würdest du nicht verstehen, Cody. Du springst hinterher. Hier gibt's gleich einen Aufgang. Oder führt das zur Horde? Fuck. Fuck. Ja, so wir wichtig hätten wohl durchs Düster marschen, aber ist egal. Ne? Sieht aber schön aus. Mich. Ja. Für dich gebaut. Danke. Und zwar. Das heißt, ein anderer Allmächtiger könnte das Universum geschaffen haben und auch Gott. Mhm. Vielleicht hat Gott ihn dann vernichtet, wenn das geht. Oh. Könnte sein. Deswegen ist jetzt von dem nicht mehr die Rede. Vielleicht ist er da auch noch. Und vielleicht hat der auch die Gesetze geschaffen, an die selbst Gott gebunden ist. Oder Gott ist nicht dran gebunden. Oder der ist sogar an seine eigenen Gesetze gebunden. Oder die waren sogar noch überpositiv da. Sogar über diesem anderen Allmächtigen, dem Ersten. Nicht. Ich bin nicht damit einverstanden, dass er den Alten getötet hat. Vernichtet. Aber vielleicht hat Gott. Nee, das würde er auch zu Allmacht nicht passen. Ich muss das erstmal im Raum stehen lassen, dass er einen getötet hat. Vernichtet. Ah, Moment, mir fällt ja gerade ein. Die TODC-Frage kennt ja noch andere Lösungen. Worüber bist du? Immer noch vor mir, ja. Ja. Und zwar kann man ja auch sagen, dass das Unglück zwingend notwendig ist in der Welt, damit Glück empfunden werden kann. Ja. Und das würde dann wieder in Einklang bringen, dass er allmächtig ist, weil er könnte. Moment. Das würde wieder bedeuten, wenn er so allmächtig ist, dann könnte er es auch schaffen, dass Glück auch ohne Unglück existieren kann. Oh, das finde ich ziemlich awesome. My fucker. Who's your daddy now? Das ist ziemlich provokant, durchdacht und hat eine breite Basis. Danke. Das heißt, mir ist keine Antwort auf die TODC-Frage, die wirklich alle drei göttlichen Eigenschaften in Einklang bringen. Oder ich weiß, wo es Quests gibt. Also ich habe nicht gesagt, dass es hier in der Nähe ist. Wenn man auf der Karte nämlich guckt, bei diesem neutralen Flugpunkt, da gibt es Quests, ich erinnere mich. Ist nur noch. Der ist ja nicht mehr weit. Hätten wir ein Boot, wäre es kein Problem. Hätten wir eine verdammte Wasserreitung, dann auch nicht. Ich hänge fest in Trümmern, aber ist okay. Also ich habe bis jetzt auch immer nicht so, wie soll ich das am besten ausdrücken? Ich habe nicht dran glauben wollen, dass Gott so allmächtig ist. Also, weil das schreibt auch mir so eine gewisse Macht ab. Eben, den freien Willen. Soweit habe ich nicht mal gedacht. Einfach auch vielleicht nicht unbedingt auf Allmacht, sondern auch auf Allwissen bezogen.
dass Gott dann schon alles weiß. Also ich kann Gott nicht mehr überraschen. Auch interessant, folgendes. Das stimmt, warum musste er überhaupt die Sintflut losziehen lassen? Hätte er das nicht wissen können? Du in deiner Wissen als Allmacht. Das ist völlig unhaltbar. Und zwar, vielleicht ist das auch anders gemeint, der freie Wille. Nämlich einfach, dass der Mensch sozusagen losgelöst wird von der Intuition und von den natürlichen Einflüssen. Dass er darüber hinweg entscheiden kann. Das könnte sein. Und damit nicht gemeint ist, dass er selbst gegen Gott sogar handeln kann. Das ist ja nur die natürlichen Grenzen, denn Gott ist übernatürlich. Ja. Oh shit. Und damit hätte Gott nicht seine Allmacht aufgegeben. Und damit hätte Gott auch das Universum geschaffen, aber, ne? Nicht zwingend, würde ich sagen. Okay. Ich glaube immer noch an die Theorie, dass da ein anderer war. Und dann haben die sich um die gleiche Frau gestritten und dann gab es einen Clinch. Na, glaube ich lieber an Urknall. Und selbst der wurde noch nicht mal wirklich erklärt. Ne, das ist auch nur so eine Notlösung. Bis man das mit Gott verstanden hat. Ja, die ganzen Fanatiker, die sehen sich ja dadurch bestätigt durch die Urknall-Theorie, weil gerade dieses Etwas, was da war, das war Gott. Ja, wir wissen auch, die Naturwissenschaftler daran arbeiten, sind nicht selten Christen. Ja. Und das sollte eigentlich, das sollte doch wohl getrennt sein. Wissenschaft und Religiosität. Oh, das finde ich nicht. Nein? Nein. Und Politik und Religiosität? Das kann man wieder einfach trennen. Nice. Nee, das gehört zusammen. Politik und Religiosität? Also es gehört nicht zusammen, aber es ist connected tatsächlich. Ja, connected. Weil sich aus der Geschichte heraus die politische Kultur der Erdbevölkerung oft an religiösen Maßstäben orientiert hat. Ist richtig. Aber ist das auch gut so? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gemeint, das habe ich nicht gesagt. Sie unterstellen mir hier wieder was. Warte mal, ich muss mal kurz mit jemandem sprechen. Na, jetzt Scooby weg. Ich esse eine Dattel. Bitte Comments. Wer glaubt an den freien Willen? Und an Gott? Okay, ich bin wieder da. Jo. Cool, wo... Ah ne, okay. Da ist alles... Na. Ich habe die Autorun-Taste nicht getroffen. Oh Gott, ich hab'n... Oh Gott. Ich frage mich, wie sich unsere Welt entwickelt hätte, wenn die Leute überhaupt bei Religion von vornherein gesagt hätten, yeah, boring. Und sich das quasi alles profan entwickelt hätte. Ob wir da auch lange Zeiten Monarchien gehabt hätten. Nein, das ist die Frage. Wir hätten wohl nicht Monarchien gehabt, aber so. Diktaturen. Ja. Oder wahrscheinlich Aristokratien hauptsächlich. Die Unterform der Oligarchie. Ja. Oder auch Bürokratie. Wenn Gott allmächtig ist, warum kann er nicht was gegen diesen ewigen Bürokratismus machen? Warum? Und gegen diesen Gaddafi, ne? Ja, den hat er erwischt jetzt. Das war nicht Gott. Das waren die United States of fucking America. Naja, auch nicht. Übrigens dazu kurz mal wieder ein Exkurs in die Politik, beziehungsweise Machtpolitik, Geheimdienste. Der BND wusste angeblich schon seit der Gaddafi aus seiner Hauptstadt da abgehauen ist, wo er sich aufhält. Hat aber nie was gesagt. Warum haben die nichts gesagt? Keine Ahnung. Aber ich finde es ja schon witzig, dass man da die eine Anlage auseinandergenommen hat von Gaddafi und dann so einen normalen Aktenordner findet. CIA, BND und so.
was mir gar nicht bewusst wurde, der Geheimdienst, also nicht der Geheimdienst, der BND untersteht ja dem Bundeskanzler direkt. Ich wusste ja nicht. Ich meine, als ich das gelesen hatte, dachte ich, what the fuck? Und der Kanzler wird darüber informiert, was der BND macht, über alles? Der Kanzler gibt sogar Anweisungen, was da gemacht werden soll. Ja, dass er das machen kann, kann ich mir gut vorstellen. Aber weiß er auch alles? Ich sag mal so, verfassungsmäßig soll das bestimmt so sein. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn man Menschen mit solch einer Intelligenz, was Vorstehende von so einem Nachrichtendienst wohl sein werden, das nicht für sich irgendwie nutzen. Oder nicht für sich, für private Zwecke. Was wieder für sich wäre, für eigene Zwecke. Ich meine, in so diesen Nachrichtenspielen sind die Regierungsoberhäupter, glaube ich, auch einfach nur da. Während die Geheimdienste das unter sich alle regeln. Ist interessant, dass der Kanzler ist, ne? Wobei auch ein bisschen logisch, weil es exekutiv ist. Es ist schon eine große Macht eigentlich. Ich hätte eher gedacht, dass der Innenminister das innehat. Nee, der BND ist eigentlich, ich weiß nicht, ob das auch verfassungsrechtlich irgendwie geregelt ist, nur fürs Ausland zuständig eigentlich. Das wird wohl geregelt sein. Die sind uns gar nicht so freundlich gesehen. Da doch, man schon. Das ist der Turbodampfer. Ich erinnere mich auch, ich war mit dem Hotlocker. Aber es ist ein neutraler Punkt. Und darauf kommt es doch an. Das so. Und schon Quest gewonnen? Nein. Vielleicht sind wir einfach noch nicht gut genug für die Gegend. Hast du darauf geachtet, welches Level die Mobs hatten hier? Nee, ich habe auch nicht wirklich viel gesehen. Ich habe nur so komische Schildkröten gesehen, aber die sind meist keine gute Referenz. True. True. Im Moment in Zeitungen und so geht es ja wieder ab, dass jetzt der Iran, ja richtig, ich erzähle es mir in der richtigen Reihenfolge. Als erstes habe ich gelesen, dass The Guardian berichtet, dass Großbritannien sich für eine Offensive im Iran vorbereitet. Warum sowas in der Zeitung präsentiert wird, weiß ich nicht. Könnte natürlich auch eine Finte sein. Das US-Militär hat sowieso schon Pläne, da wissen sie, das wollen sie auch nicht leugnen. Und dann habe ich gelesen, dass der Iran bereit ist, Israel anzugreifen. Und kurz danach habe ich auch gelesen, ob Israel ist auch bereit, Iran anzugreifen. Also. Und Begründung, Israel hat jetzt, meine Damen und Herren, jetzt hat Israel Angst, dass der Iran bald Atomwaffen haben könnte. Gut, laut dem BND hat der Iran schon welche, aber was weiß der BND schon? Das werden wir einfach als Luftabwehr auf dem Schein, ne? Oh, dann sparen wir noch Porto. Oh. Gib mir mal Leadership, dann trage ich uns. Oder trage du uns ein. Zu spät. Ich weiß nicht, wenn ich diesen Gedanken hatte. Aber ich habe nämlich kurz gefragt, inwiefern man Machtpolitik, auch besonders militärisch, als Spiel sehen sollte, der, ich sage mal vorsichtig, der Effizienz willen, weißt du? Ist ja auch so, Sun Tzu zum Beispiel, der geht zwar auch auf die Behandlung der Männer ein, die unter einem stehen, aber trotzdem benutzt er sie ja wie normale Ressourcen, ne? Wie halt in dem Spiel. Und ich dachte mir irgendwie, das ist einfach notwendig, weißt du?
Die Frage ist dann, nach Kant ist ja so, dass Republiken weniger Krieg führen, weil man quasi selbst dafür stimmen müsste, dass man kämpft und so. Ob das nicht irgendwie effizient hemmend ist im Krieg? Dass Demokratien dazu neigen, besser auf ihre Leute aufzupassen. Amerika möchte ich davon jetzt mal ausnehmen, weil irgendwas haben die da verkackt in ihrer Ausbildung oder in ihrer Politik, ich weiß nicht. Ja, das ist interessant. In Rom war es ja so, dass es eine Republik war, also die Zeit, wo es eine Republik war. Und, aber für den Kriegsfall hatten sie einen Oberbefehlshaber. Hm. Was dann stimmt. Irgendwann Cäsar geworden ist und das nicht mehr abgegeben hat. Und zur Republik sein war es ja auch so, dass sonst die Armee privat war. Ja. Und das spricht dafür, dass es der Effizienzgedanke dahinter stand.